Am Waldrand, wo die Schafe weiden. Auf den dicht belaubten Hängen des Seeufers ereignet sich rein nichts. Edmé entflieht in eine süße Träumerei. Inmitten des elterlichen Gartens sitzend, denkt sie an ihre Familie, an ihren Bruder Jean-Paul und seine lächerlichen Kniestrümpfe, die er so sehr liebt. Edmés Leidenschaft gehört anderen Dingen. Der Natur, dem Duft der Rosen. Mutter Natur. Und all ihren Geheimnissen. Edmé erinnert sich an endlose Picknicks mit Maman und Tante Hortense. Und mit Jean-Paul und seinen Kniestrümpfen. Edmé erinnert sich an die Versteckspiele tief im Wald, ebenfalls mit Jean-Paul und seinen Kniestrümpfen. Vergeblich versuchten wir, ihn im Wald loszuwerden. Welch ein Spaß im herbstlichen Laub, in dieser wilden Natur, wie geschaffen für alle Arten von Begegnungen. Etwa mit dem Wolf. Aber wo versteckt er sich? Ist er es dort hinten? Ach nein, es ist ein Dorf. Und da auch. Müsste ich den Zug nehmen, um ihn in seiner Höhle verborgen zu finden? Wo immer du auch bist, Wolf, ich warte auf dich.